Jo, hi, ich bin der Michael, du schaust nur mit Autos und heute gibt's mal was Neues aus der Kydex-Welt. Ja, was ich damit meine ist folgendes, ich war schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einer Kydex-Scheide für mein Tahoma Field Knife. Ja, das ist in Deutschland gar nicht so einfach zu bekommen, weil die meisten haben dieses Messer hier nicht. Das ist ja schon ein recht großer Klopper und das Ganze aus den USA zu bestellen ist mir einfach immer zu teuer, weil der Versand bei denen locker zwischen 30 und 40 Dollar kostet, die Scheide bei denen aber auch dann gerne so um 100 Dollar gerechnet wird. Ja, also habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Kydexer, der mir was baut, auch nach meinen Vorstellungen, beziehungsweise ich hatte bestimmte Vorstellungen, die sind mit dem, was ich jetzt hier bekommen habe, auch vollkommen getroffen beziehungsweise auch übertroffen worden. Ich habe meine Kydex-Scheide vom Oliver Sieler machen lassen. Dem gehört die Firma OS Kydex Sheet. Ich werde euch den Link zu seiner Homepage und auch zu den Facebook-Kontakten unten in die Beschreibung halt mit reinpacken, falls ihr da Interesse habt, mit denen mal in Kontakt zu treten. Der macht sehr, sehr geile Arbeiten, finde ich. Und meine sieht so aus. Die zeige ich euch jetzt mal im Detail und dann sehen wir uns gleich. Jo, wie gesagt, Messer, was drin steckt, ist das Tahoma Field Knife, also ein relativ großes Messer. Was hier rein sollte. Ich finde die Arbeit, die er hier gemacht hat, absolut genial. Er hat ein braunes Kydex genommen, was so ein bisschen lederartig wirkt. Finde ich echt schick, wirklich schön geworden. Habe mir eine Tasche drauf gemacht. Das war sowas, was ich nachdem ich gefragt hatte, ob ich es so bauen kann, dass ich vorne noch, was ich, einen kleinen Schleifstein oder sowas reinpacken kann. Das war mir wichtig. Die hat er mir auch direkt dran gemacht. Auch die Lederverzogen hier unten finde ich genial. Wir hatten extrem breite Gürtelschlaufe dran gemacht, damit das Messer also auch dementsprechend vernünftig getragen werden kann. Das ganze System hier ist modular, das heißt also ich kann natürlich auch die Rückenplatte hier abnehmen und wegen mir ein Techlock dran machen, wenn mir das halt lieber wäre, wobei ich bei dem Gewicht vom Messer wahrscheinlich eher davon absehen würde, hier mit einem Techlock zu arbeiten. Was ich gerne haben wollte, war eine Bogen für einen Standard 8mm Feuerstahl. Hier habe ich jetzt den von Light My Fire drin. Da werde ich nochmal gucken, ob ich vielleicht nochmal mir was anderes bestelle bei ihm. Ein etwas größeres, weil ich habe mittlerweile ein paar Feuerstelle, die doch ein bisschen größer sind zum Beispiel. Was ich absolut mega fand, dass er mir also dann passend dazu noch hinten einen Fangriemen halt aus Leder gemacht hat. Der vor, glaube ich, bei mir hatte ich ein Stück Paracord mit dran, das hatte ich mitgeschickt. Das war also gar kein Problem, das Messer ist sauber hin, das Messer ist sauber zurück. Ja, alles in allem, wie gesagt, ganz, ganz toll. Ganz, ganz tolle Arbeit, ein sehr, sehr netter Kontakt, den ich da mit ihm hatte. Der Oliver kommt aus Dresden, also das Messer ist ein paar Tage unterwegs gewesen. Aber wenn ihr mal auf die Seite von ihm schaut, dann werdet ihr noch mehr von seinen tollen Arbeiten sehen. Weil wie gesagt, er hat in der letzten Zeit sehr, sehr viel gemacht. Vor die ganzen aktuellen Outdoor-Klopper wie das Kramer, zum Beispiel sonst letztens ein Piggyback vom Garberg zusammen mit dem Eldris. Das hat mich echt, das interessiert mich auch noch. Da bin ich noch dran. Und ja, wie gesagt, alles in allem ein super schönes Set jetzt, was auch gut zusammenpasst. Ich freue mich da riesig drüber. Ja, wie gesagt, an der Scheide ist eigentlich alles so dran, was ich haben wollte. Und auch die Tasche, die er dran gemacht hat zum Beispiel, finde ich total genial. Die Bogen für den Feuerstahl, das Ding ist sauber gearbeitet, geht satt rein und raus, wie eben schon mal gezeigt. Das heißt also, das Ding sitzt da wirklich, man, das ist ein Riesenmesser, rastet auch vernünftig ein, so dass es Klack macht. Das wackelt nicht, das rappelt nicht. Ich finde die Details genial, die er gemacht hat, also mit diesem Lederband und auch die Farbe passend zu dem Messergriff und alles. Gürtelschlaufe extrem breit, damit das Ding auch gut getragen werden kann. Also ich finde es durch die Bahn weg durchdacht. Falls sich sowas interessiert, wie gesagt, guckt beim Oliver mal rein. Der macht sehr, sehr geile Arbeit. Jo, das soll es auch eigentlich schon wieder gewesen sein für heute von mir. Wie gesagt, falls euch das hier interessiert, unten in der Beschreibung findet ihr eigentlich alle Kontakte und alle Links zum Olli oder zu oskydexschieß.com. Falls dir dieses Video jetzt hier gefallen hat, würde ich mich mit einem Daumen nach oben natürlich freuen. Unten in der Beschreibung sind noch mehr Links zu Produkten bzw. auch Gear, was ich draußen benutze. Da kannst du gerne mal durchschauen, wenn du möchtest. Natürlich gibt es nach wie vor meine Instagram-Seite noch, Facebook genauso. Wenn du da Bock drauf hast, guck einfach mal rein und abonniere mal, weil da mache ich immer wieder mal Sachen, die auf der Kamera nicht hier zu sehen sind, bei YouTube. Also lohnt sich das auch mal da reinzuschauen, auch zu abonnieren. Ja, wie gesagt. Ich würde mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder zuschaust und wie immer sage ich, passt auf, wenn du rausgehst und mach's gut. Euer Michael.